Angehörige von israelischen Geiseln, die seit 145 Tagen im Gazastreifen festgehalten werden, haben am Mittwoch einen Protestmarsch nach Jerusalem begonnen, um eine Freilassung der Geiseln zu fordern. Der Ausgangspunkt des Marsches lag in der Nähe des Kibbutz Re'im, wo bei dem Angriff am 7. Oktober mehr als 350 Partygänger getötet oder entführt wurden. 145 endlose Tage und Nächte der Sehnsucht nach unseren geliebten Menschen. Wir schicken ihnen Kraft und bitten sie, noch ein wenig länger durchzuhalten. Omer, nur noch ein bisschen länger. Eine Einigung ist möglich. Ab heute werden wir 4 Tage lang unter der Botschaft marschieren, vereint für die Freilassung der Geiseln. Wir rufen die Öffentlichkeit, unsere Familien und Freunde auf, sich uns bei diesem Marsch der Hoffnung von Gaza nach Jerusalem anzuschließen. Of hope from Gaza to Jerusalem. This is the most important thing. Dies ist das wichtigste Thema, mit dem wir uns heute in Israel befassen müssen. Obwohl es viele andere Herausforderungen gibt, ist dies die wichtigste Herausforderung. Also tun Sie etwas. Und dieser Marsch ist eine der Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass die Regierung tut, was sie tun muss. Der Marsch soll durch verschiedene israelische Städte führen und am Samstag in Jerusalem, dem Sitz der israelischen Regierung und des Parlaments, enden. Israel und die Hamas sowie Vermittler aus Katar äußerten sich zuletzt zurückhaltend zu den Fortschritten auf dem Weg zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen.